Es ist wieder soweit, Leute. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr habt schon gesehen, ich bin wieder in Ulm. Wir schauen uns heute nämlich das BBL 6-Rundenspiel Ulm gegen Bonn an. Das letzte Mal, als ich hier war und ein Video gemacht habe, ich verlinke es euch mal da oben, ist wirklich mega gut bei euch angekommen. Es hat mega Spaß gemacht und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich kann euch schon mal verraten, wir haben heute ein Interview mit Ulmer Star Karim Jallo. Ich habe schon ein bisschen mit ihm auf Insta geschrieben, der Ehrenmann folgt auch, also Kuss, wenn du das siehst, wirklich. Lasst schon mal ein Abo da und schon mal viel Spaß mit dem Video. Das Spiel heute ist ja an einem Sonntag und gönnt euch mal, wie leer die Stadt ist. Wirklich, gefühlt keine Menschenseele zu sehen, wie in einem Horrorfilm. So Leute, wir sind wieder im Ulmer Münster und jetzt sieht man auch mal, was das hier für ein riesiger Platz ist. Oh, ich sehe gerade, man kann da hinten sogar reingehen. Let's go. Alter Leute, es ist so windig. Alter Leute, wie cool ist das bitte? Einfach ein Modell von dem Ulmer Münster mit Lego-Steinen. Hier, Legoland Deutschland. 112.000 Steine. Crazy. Es sieht wirklich so schön aus. Alter Leute, wenn ihr Bock habt auf ein Stück vom Ulmer Münster, dann hier, for sale. Entspannte 1.750 Euro. Nur so ein kleiner Stein. 800 Leute, gönnt doch. Wo sonst sollt ihr euer Geld ausgeben? Und Leute, ich sag's euch, der Kollege damals zu seiner Zeit, er war ein mieser Baller. Alter Leute, wirklich, das Wetter ist so madig. Ich bin so froh, dass ich einen Regenschirm dabei hab. Weil es das letzte Mal so geil war bei Kokono, gehen wir jetzt wieder dahin. Es ist wirklich so schön hier, Leute. Also wirklich an jeden Ulmer. Wenn ihr noch nie hier wart, checkt es auf jeden Fall mal aus. So Leute, zu trinken gibt's eine Mangoschorle. Und zum Essen gibt's heute Avocado und Gurkensushi. Ist sogar beides vegan auf Ehre. Alter Leute, gönnt euch mal, wie heftig das hier serviert wird. Einfach eigener Vulkan auf dem Tisch. Und das Sushi sieht auch tasty aus. Let's go. Machen wir uns jetzt auf den Weg in die Arena. Oh, Leute, wir müssen einfach 21 Minuten auf den Bus warten. Aber ist kein Problem, wir sind eh noch ein bisschen früh dran. Dann haben wir ganz entspannt Zeit. Wir werden dann in der Halle ankommen, dann zeige ich euch meine Plätze. Ja Mann, ich habe schon mega Bock aufs Game. Wir sind da, Leute, Ratsfahrer im Ulm Arena. Mit dem Bad Boy haben wir nachher noch ein Interview. Es geht ab, Karim, Bruder. Geht's dir gut? Ich zeige euch jetzt gleich mal meine Plätze. Block 2. Die Plätze sind die genau gleichen wie letztes Mal. Reihe 1, Sitz 2, hier. Eigentlich Chorzeit, direkt hinter den Bonnern. Richtig fresh. Alter Leute, gönnt euch mal. Crazy. Das ist einfach der BBL-Pokal. Da werde ich jetzt direkt mal ein Foto klären. So Leute, da macht sich Karim auch schon warm. Alter, ich habe so Bock auf ihn heute. Ich hoffe, er hat ein richtig starkes Game. Karim. Servus. Ja Mann, Leute, es wird heute geil. Da, Nunez, mach dich warm. Leute, ich muss mich auch kurz mal beim Social Media Team von Ulm bedanken. Ich habe heute wieder ein Ticket bekommen und sie haben mir auf Ehre das Interview mit Karim Jallo geklärt. Vielen Dank für das Ticket und die Möglichkeit, mit Karim Interview zu machen. Support, egal wie, immer geil. Deswegen danke an das Team von Ulm. Leute, ihr wisst ja, ich habe jetzt ungefähr vor einem Jahr angefangen mit den Videos. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die letztjährige BBL-Saison war für mich die erste BBL-Saison, die ich auch so aktiv verfolgt habe, sag ich mal. Und jetzt bei meiner Recherche für das Video heute, habe ich einfach gemerkt, dass Karim Jallo Münchner ist. Karim, Bro, wenn du das siehst, heute zwei Münchner Back-Edit, du und ich am Start. Ja, Mann, ich habe jetzt schon Bock auf das Interview, ich habe jetzt schon Bock auf das Game. Wenn ihr auch Bock habt, Leute, dann lasst ein Abo da, ist kostenlos. 15.10. Leute, bald ist es soweit. Partisan in München gegen FC Bayern. Das wird Abriss. Eine halbe Stunde vor Tip-Off, jetzt wird es langsam voller. Was passiert ist. Ich durfte gerade aufs Feld und einen Wurf nehmen. Ehrenmaskottchen, wirklich. Ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnert und mich deswegen aufs Feld geholt hat, aber Leute, Mann, ich bin gerade am Shaken, wirklich. Ich habe mir gerade den Wurf nochmal angeschaut. Leute, spiele ich Basketball oder Kugelstoßen, Alter? Was war das denn für ein Wurf? Da seht ihr den Spielball, Leute. Ich muss mir, glaube ich, echt so einen BBL-Ball kaufen. Die sehen so geil aus und fühlen sich so gut in der Hand an. Junge, Gänsehaut! Ulmer! Ulmer! Karim!
Let's go. Yes, sir! Meckert ganz schön rum. Crazy. Er nimmt die 3 Punkte mit. Let's go. Oh. Awesome. Let's go. 3-1. Yeah. Yeah. Easy there. Let's go. Timeout one. No joke, Leute. Die Ulmer machen so ein gutes Spiel. Ich hab noch nie so einen krassen Block gesehen, no joke. 16 Punkte, Führung für Ulm. Hey! 20 Punkte, Führung. Oh, der hat... Oh! 26 noch. Oh, guter Pass! Oh. Let's go! Der Trainer ist so abgefuckt! So Leute, es ist Halbzeit, ihr habt es gesehen. Ihr habt gesehen, Ulm führt mit 18. Aber bei den Ulmern fällt heute auch echt unfassbar viel. Und bei den Bonnern im Vergleich echt wenig. Ich hoffe, das Video gefällt euch bis dahin. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumschauen. Vielleicht treffe ich den einen oder anderen von euch. Und dann sehen wir uns im dritten Viertel. Leute, gerade mit einem Fan ein Foto gemacht. Richtig geil, also können wir ein Foto machen. Heftig. So surreal. Wieso sollte mich jemand nach einem Foto fragen? So Leute, weiter geht's. Ich habe mich jetzt umgesetzt. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Und da unten, man sieht einfach zu wenig. Pass, pass raus, Action Pass! Gute Dieb! Oh, tough! Aber gute Dieb von Jallo noch! Oh! Gib der Geier Map! Junge, gib der Geier Map! Wide open, 3! Ja, den macht er! Den muss er machen, aber auch! Den muss er machen! Oh! I won! Let's go! Alter, was ein Pass à la Nikola Jokic! Und dann, oh, fast der Block. Timeout Ulm. Noch 12 Punkte Rückstand, Leute. Es wird noch spannend. Boah, tough. Oh mein Gott! Junge, weg, weg! Der Boy ist so ein Shooter. Die brauchen Punkte, guter. Oh, Foto der Line. Na, T3. Noch 8 Sekunden. Oh, guter Ball. Oh, schade, Leute. Leute, drittes Viertel ist rum. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier zum zweiten Mal Platz wechsle. Ich hoffe wirklich, ist es okay. Aber von dem Platz da unten, auch wenn die Plätze mega geil sind und nah am Court sind, dadurch, dass die Bande da ist, ist es echt madig, weil ich nichts sehe. Wir haben uns jetzt nochmal umgesetzt. Ich zeige jetzt gleich die Plätze. Und dann kommen wir ins vierte Viertel. Oh.
Alter, Leute, bei den Turnovern sieht es auch gar nicht gut aus für die Bonner. Tough. Boah, tough. Tough und wichtig. 10 Punkte nur noch. Williams ist mit 18 Punkten mittlerweile Topscorer. Junior, step back. Oh, shit. Let's go. Boah, tough, tough. Bleibt tough, Leute. Oh, Jallo. Yes. Guter Stil, wichtig. Und nochmal Jallo. Eliup. Let's go. Lass uns die Bonner jetzt nach und nochmal holen. Wird, glaube ich, schwierig. Der Boy ist so tight. Oh mein Gott, wenn er den trifft. Ciao. Williams ist heute Topscorer mit 20 Punkten. 17 Sekunden noch. Noch ein Steal. Let's go, Jallo. 103 Punkte. Game wirklich. Ihr habt den Endstand gesehen. Ulm hat es am Ende doch klar gewonnen. Im dritten Viertel war es echt nochmal kurz spannend. Aber Leute, das Game hat echt mega Bock gemacht. Mega viele Highlights. Richtig geile Dunks von Jallo und Williams. Boah, der Alley-Oop, Alter. Fuck. Ein richtig geiles Game. Schade an die Bonner. Aber bei denen lief heute echt gar nichts vom Dreier. Wenn die ihre Dreier treffen, dann sieht das Spiel auch nochmal anders aus, glaube ich. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Wir sehen uns jetzt gleich wieder beim Interview alle auf dem Feld. Servus Leute, ich bin jetzt hier mit Karim Jallo. Stell dich nochmal bitte kurz vor für die, die dich nicht kennen. Also ich bin Karim Jallo, spiele Basketball bei Barazzo vom Ulm und haben gerade einen nice Sieg geholt. Ja, es war auf jeden Fall ein geiles Game. Für die Leute, die es live gesehen haben, 17 Punkte, 2 Assists, 3 Rebounds glaube ich, 71% aus dem Feld, 2 von 2 Dreier, also war heute ein starkes Game. Wie siehst du deine Performance selber? Ja, war solide glaube ich. Natürlich will man von sich immer noch mehr, aber Hauptsache wir haben heute gewonnen und war eine solide Leistung. War auch gerade wichtig, weil wir das Spiel davor verloren hatten in der BBL. Deswegen umso wichtiger, dass wir heute einen nice Sieg geholt haben. Dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar zu deiner Trikotnummer, die 35. Wie ist dazu gekommen, dass du die 35 trägst? Hattest du irgendeinen Bezug persönlich oder woher kommt es? Mein Dad hat früher auch Basketball gespielt und wie bei den meisten habe ich dann die Nummer übernommen mäßig. Und plus zu der Zeit mit 10 oder so, als ich die ausgewählt habe, war Durant auch noch mein Lieblingsspieler dann. Okay, ja, das dachte ich nämlich kurz. Ja. Hat sich gut ergeben. Ja, nice. Welche Zeit in deiner Karriere hat dich besonders geprägt? Ich glaube, auf jeden Fall die Zeit, wo ich im Braunschweig gespielt habe. Mhm. Das war vor 4-5 Jahren. Da war ich da irgendwie so den ersten richtigen Schritt in der BBL mäßig gemacht habe, wo ich sagen kann, okay, ich habe mich langsam in der Liga etabliert. Und da ich da dann gut gespielt habe, hatte ich dann das Glück, dass ich hier einen Vertrag bekommen habe. Also okay. Ja, das war eine sehr prägende Zeit für mich. Wie fühlt es sich an? Ich meine, ich kann es nicht relaten, so, ich bin kein Profi. Wie fühlt es sich an, BBL-Champion zu sein? Ja, ich glaube, es ist ein mega, mega geiles Feeling. Es ist irgendwie auch bei jedem Spiel ist das irgendwie noch, hat man das irgendwie, man sieht immer den Banner, man guckt hoch. Es ist ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, also wenn man überlegt, wie diese Meisterschaft letztes Jahr zustande gekommen ist, dann ist das echt, also das war ja richtig unerwartet und so als Underdog eine Meisterschaft zu gewinnen, sowas wird man nie vergessen. Also ja, das ist Wahnsinn. Es war auf jeden Fall tough. Und die letzte Frage für die ganzen jungen Hooper da draußen, wenn du eine Message raushauen würdest, was würdest du denen allen sagen? Man darf sich auf keinen Fall von irgendwelchen, gerade wenn man jung ist, negativen Einflüssen oder so von außen, wenn Leute sagen, du bist nicht gut genug oder wenn, darf man nicht in seinen Kopf kommen lassen. Zum Beispiel ich war mit 17, 16 habe ich in der zweiten Mannschaft von Bayern gespielt. Ich war ein Niemand sozusagen. Ja, ja. Und kann jetzt sagen, ich bin deutscher Meister in der BBL. Also wirklich, keep going, wenn ihr den Traum habt, wenn ihr ein Ziel habt, egal was andere sagen, das Wichtigste ist, dass ihr an euch selber glaubt. Und dann kann man alles schaffen. Es ist einfach so. Ja, sehe ich auch so. Gut, danke Leute, das war das Interview.
Auch danke an dich nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Sehr korrekt. Zwei Münchner am Start. Peace, Leute.